Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück auf dem Boden nach unserem Flug über die Welt und der Herrschaft unserer eigenen Champbox, unserer Konsole, sind wir wieder zurück hier bei Game Dev Tycoon. Ja, unsere Champbox verkauft sich ja erstaunlich gut. Wir haben schon fast 2 Millionen Einheiten abgesetzt. Ist nicht so viel wie unsere Spiele, klar. Tja, aber mal gucken. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwas noch machen können. Konsole entwickeln könnten wir. Haben wir noch irgendwie Forschung gehabt? Weiß ich gar nicht. Nö, nur eigene Spielemesse. Okay, dann entwickeln wir jetzt quasi ein Exklusivspiel für unsere Konsole. Machen wir nur mal großes Spiel. Aber wir brauchen auch Forschungspunkte, weil ich will dann nämlich demnächst mal unsere ganzen Leute so richtig hoch trainieren, damit wir richtig gute Leute haben für AAA-Spiele. Und wir machen ein Spiel für Erwachsene. Ein Kampfsportspiel, ein Actionspiel. Das großartige. Oder habe ich noch andere Spiele? Mal gucken. Na, machen wir ein Kampfsport und Actionspiel. Es kommt nur für unsere Plattform. Wo ist er? Wir sind nicht mal ganz unten. Geil. Wir sind vor dem Surface. Ja, okay, wir sind eigentlich schon ganz unten eigentlich. Konsolentechnisch sind wir ziemlich schlecht. PC ist tatsächlich der höchsten Marktanteil. Nicht schlecht. Okay, aber wir müssen unsere Konsole pushen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir machen es einfach. Modernste Engine, die wir haben. Und weiter. 3D-Grafik Version 4. Oh, ich habe den Namen gar nicht ausgewählt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten haben wir heißes Spiel 44. Wäre ziemlich blöd. Antwort, Action, Gameplay muss hoch sein. Braucht man nicht hier. Einfache Zwischensequenzen reichen vollkommen aus. Online-Spiel soll ja Cloud-Speicherstände, klar. Mod-Support, ja, warum nicht? Ne, Video-Wiedergabe brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht, oder? Ach komm, machen wir mal rein. Warum auch nicht? Technik kann er hier machen, das wäre ganz gut. Sie kann das hier machen, ja. Jo. Machen wir so. Von unserem Arbeitstitel Spiel 44. In den Urlaub. Ja, spannend. Keiner weiß, was sich hinter Spiel 44 versteckt. Große Messe. Auf der Messe wird es auch nur als Spiel 44 angepriesen. Oh, ist ja geil. Ich kann die Konsole vom Markt nehmen. Ist ja geil. Der will auch Urlaub. Ja, komm. Verpiss dich. Das ist eine Frage. Hallo, ich bin Gray White von Gamers. Ich habe gehört, dass Gem Games Inc. gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Ja, da hast du recht. Woher weißt du das? Es gab wohl Lücken in den Reihen. Ah. Was ist die Erwartung hinsichtlich des Erfolgs von Spiel 44? Der Titel wäre auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Glauben Sie, das Spiel wird gut ankommen? Na klar. Danke für die Zeit. Ich reduziere mal hier das Budget. Ich glaube, 1 Million reicht vollkommen. Wir haben ja hier kaum Arbeitsrückstand. 5. Aber 5 ist ja gar nichts. Wieder hier Spiele Message Champion. Ah, keine 1,5 mehr. Schon. Man hat unseren Message dann zum Besten des Jahres gewählt. Stimmt, die können wir eigentlich auf 1 Million erstmal zurückschrauben. Oh, wir sind jetzt in der nächsten Phase. Okay. KI können wir ganz nach oben packen. Level Design. Halten wir uns einfach an die Werte, die hier unten stehen. Okay. Nee. Kann er hier machen. Künstliche Intelligenz, ja. Wobei, der würde eigentlich. Den hätte ich lieber hier für die Engine, für die Grafik dann. Nee. Dialoge. Technik kann der echt gar nichts. Ha. Dann mach ich das hier. Da habe ich für die nächste Runde quasi. Ja. Ja doch, das passt eigentlich ganz gut. Er kümmert sich dann um die Grafik. Ich möchte mal den besten, den ich habe, für die Grafik haben. Brauche ich alles nicht. Synchronsprecher, oh Gott. Mach mal bessere Dialoge rein. Und KI. Ja, warum nicht?
eine Million Gold ist, haben. So. Jawohl, verkauft sich. Das freut mich. Wir haben keinen Arbeitsrückstand. Grafik nach ganz oben. Spielweltdesign können wir runterpacken. Sound. So. Kriegen wir noch Soundtrack mit rein? Ja. Spielweltdesign wir ein bisschen runter. Vielleicht er macht Grafik, wie gesagt. Ich kann spielen. Ja. Und Heather Haley kann den Sound machen. Ja, so perfekt. Da kann er hier den Schlüssel so machen. So. Open World brauchen wir nicht. Tag-Nacht-Zyklus. Ja, während des Kampfes kann sie so eine Art Zeitraffer-Variante quasi so die Sonne im Hintergrund sich schnell bewegen, dass es halt da dunkel wird. Ist ja quasi ein Tag- und Nacht-Zyklus. Es ist nicht definiert, wie dieser aussehen muss. Nein, ich will nicht feuern. Ich will dein Booster. Jetzt pumpt die Scheiße da rein. Hä? Soll ich nicht? Oh ja, so viele Punkte. Wie schön. Oh, und zur Veröffentlichung wird dann das Spiel umbenannt in Champs Fighting. Nee, Champs Punch Club. Ja, das gefällt mir. Sehr schön. Viele neue Punkte. Genau. Oh, da fehlt ein M. Champs Fight Club. Nee, Club. Champs Fight Club. Yeah. Oh, 3D-Grafik ist hoch aufgestiegen. Sehr schön. Oh, neue Leute, die mehr Geld wollen. Drei Leute Beförderung. Dynamische Welt. Cool. Die erste Bewertung, bin ich mal gespannt. Ja, 7 ist gut. Wenn sie ungefähr so in den Bereich hält, dann reicht es mir vollkommen. Ich glaube, dann würde so allgemein als quasi Erfolg angesehen. So, trainieren. Sie braucht für das hier zum Beispiel. Braucht sie Design noch ein bisschen? Technologie hat sie sogar. Dann kriegst du noch hier so einen kleinen Designkurs. Design. Spieldesign für Piraten. Er braucht noch Technik. Ich gehe mal davon aus, dass 720 auch hier Technik ist, genau. Technik und Design braucht er wahrscheinlich auch. Genau. Technik braucht noch ein bisschen mehr, also macht er den hier. Ja, für AAA-Spiele müssen wir ganz schön uns anstrengen. Wie wollen wir den haben? Der ist ja auch Techniker, also erstmal Technik hochpumpen. Er ist Designer, das heißt, er braucht mehr Designpunkte. Den pumpen wir auch Design hoch. Und das sind auch unsere Allrounder, die müssen beides haben. Oh, der kann schon quasi Grafik machen. Okay. Für Grafik ist es tatsächlich besser, wenn es so ausgeglichen ist. Interessant. Gut zu wissen, also daran sehe ich sogar, was man haben sollte. Oder wie wichtig hohe Werte in verschiedenen Bereichen sind. Engine sollte Technik haben. Okay, Gameplay sollte Design haben vor allem. Story und Quest sollte auch Design haben, Dialoge sollte Design sogar richtig haben. Level Design ist mehr Technik basiert, Künstliche Intelligenz auch mehr Technik basiert, Spielwelt Design ist etwas ausgeglichen, aber mehr Design. Und Sound ist auch mehr ausgeglichen. Okay, richtige Technik-Spezialisten sind eher Engine und Künstliche, also KI. Interessant. Hier brauche ich mindestens 500. Habe ich hier nicht so ein Duo-Ding? Wo ich ungefähr gleich viel habe. Hier Game Jam, Technologie und Design.
dann auch er machen. Technologie und Design. Jo, perfekt. Ich mache den Spielebericht. In einem Exklusiv in der Review vor einer Zeit hat Subchamp von Champ Games Inc. die sehr mutige Bemerkung gemacht, dass das Spiel super wird. Und es ist dem nicht. Ist nicht ganz so gut geworden. Schade. Aber egal. Oder wollen wir schon Urlaub? Ist unschön. Das gefällt mir nicht. Urlaub sollte verboten werden. Ja. Großartig, gut, großartig. Champbox und Action ist großartig. Champbox und Erwachsenen ist gut. Kampfsport und Erwachsenen ist großartig. Sehr gut. Freut mich. Aber man sieht leider an den Verkaufszahlen jetzt keinen Vorteil dadurch. Schade. Und mich selbst kann ich auch mal trainieren, ehrlich gesagt. Doch für mich wäre es auch sinnvoll, wenn ich mehr so einen Allrounder mache. Oder? Urlaub. Uns erreichen wir die Meldung, dass Champs Fight Club. Oh! Goldstatus. Sehr schön. Ja, sag mal, immer meine Box ist ja ganz unten an der Nahrungskette, ja. Es ist ja. Der Marktanteil ist ja wirklich sehr gering. Tja. Ich hoffe, man hört den Helikopter nicht im Hintergrund. Das ist gar nicht mein Helikopter. Meine Waschmaschine läuft. Das ist ja wie ein Helikopter. Heftig. Okay, sie hat... Ich mache ihr Story... Ihr gebe ich Story, glaube ich. Oder gibt es irgendwas, wo Design noch wichtiger ist? Dialoge. Weil sie ist schon so hoch, dann gebe ich ihr Dialoge. Nee, nicht Technologie, Design. Er braucht noch Technologie. Willst du immer noch Technologie? Wo ist denn Technologie hier? Okay, Technologie braucht er höchstens 720. Er hat 715. Dann sollte doch der kleine Kurs hier vollkommen ausreichen. Hier, unfertiger Code. Hatte ich den hier genommen oder was? Gut, trainieren auch hier. Er braucht auch Technik. Und er braucht noch einiges, deswegen kann er den hier machen. Er braucht noch eine ganze Menge Design. Er kann mal hier den Booster machen. Wir brauchen wenigstens 700. Ja, dann ist das so. Er kann auch Technologie und Design wieder machen. Und ich glaube, wenn die Booster raushauen und während das, kriegen sie deutlich mehr. Joa. Lohnt sich. Der auch. Ist zwar auch eine Verschwendung, klar, aber mein Gott. Geht schneller. So. Sie braucht noch mehr. Ich würde sagen, müsste der eigentlich reichen hier. So, der braucht auch noch. Was? Wieso hat er nur 717? Aber bringen diese einfachen Billigdinger gar nichts mehr. Die stehen hier wahrscheinlich nicht. Technologie. Design. Immerhin 10 Millionen eingenommen. Hä? Der kriegt gar keine Technologiepunkte. Merkwürdig. Hat er jetzt Plus gemacht? Ja, 5 Millionen Profit, immerhin. Kurios. Okay, er braucht noch ein Game Design. Kriegt der überhaupt mal Punkte hier? Kriegt nur Designpunkte? Hä? Verstehe nicht. Das verstehe ich nicht. Nee, dann macht er hier. Was? 200 Forschungspunkte? Ich fall vom Glauben ab, ey. 200 Forschungspunkte. Ja, muss sein. Der kriegt nicht einen Technologiepunkt. Was ist das denn? Ich reicht ein kleiner Missverstand. Ich habe gerade keinen Spieler in der Entwicklung. Alter, nicht einen Technologiepunkt. Will er mich verarschen oder ist das ein Bug?
brauche ich auch so viel. Macht er hier noch den Booster hoch? Hätte ich einen verfickten Technologiepunkt. So, dann machen wir es so jetzt so. Also jetzt muss er doch Technologiepunkte kriegen. Eins. Ah, jetzt. Ah, na endlich. Dankeschön. Das Herz allerliebst. Alter Schwede. Ja, das ist so ein kleiner Messestand. Kriegen wir trotzdem die Million? Mal gucken. Jo. Trotzdem eine Million geknackt. Nur Platz 40, aber das war ja auch klar. So ein kleiner Messestand. Auftragsarbeit noch nebenbei. Aber diese machen wir leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!